So, jetzt geht's richtig los. Handshake zwischen Nico Ottermann und Christian Reimering. Wir spielen den 10 Ball bis 6 im Wechselbreak. Schiedsrichter, wie eh je, man möge mir den Namen nochmal einblenden. BB habe ich mir merken können. Boris Becker heißt echt Rigitto, auch falsch. Der ewige Durazel. Ralf ist auch jetzt gleich wieder online. Wie heißt unser Schiedsrichter? Hast du es dir merken können? Nein. Nein, auch nicht. Ah. So, erstes Break Nicolas Ottermann in unserem Satz auf 6. 21 Gewinnspiele. nein, 6. Gefühlte 21 Gewinnspiele. Okay. Christian übt sich schon in Entspannung, man sieht. Das ist doch mal ein... nette Sonntagabendunterhaltung, so ein Halbfinale mal spielen. Ne? Oh, ich spiele nochmal Halbfinale. Das ist auf jeden Fall entspannt. Lässt es auf sich zukommen und greift dann zu. So, wo gehen die Kugeln so potenziell in der Richtung hin? 2 und 8 sind meistens so 4 Bälle, die dann wieder in den Fußecken in Nähe landen. 6 und 3 meistens gerade runter Richtung Kopfende. Die 2 Kugeln hinter der 1 Richtung Mitteltasche, die 1 ins Kopffeld her. Die 4 und die 7 bleiben meist im mittleren Bereich. Habe ich es irgendwie gesagt? Also alles durchschaubar, was passiert, meine Damen und Herren. Ja, genau. Ich würde sagen, dann brechen wir sie an dieser Stelle. Okay, der ist schon verdammt dünn. Ist nicht jeder Sache, den jetzt direkt anzugehen oder lieber mit dem Safe einzustarten, aber scheint so, dass er drauf geht und weiß halt auch gut, weil da muss man auch erstmal hinkommen. Und deswegen steigt er mit dem Safe eher ein, beziehungsweise aus. Mhm. Ja. Christian Reimering, haben gleich was zu sagen, ist seine Halbfinalteilnahme schon feststehend als Erstplatzierter der Gesamtrangliste. Masters German Tour Liste, die bis aus 3 Turnieren bestimmt. Das ist Berlin Masters, Nagoltal Open und hier die Stuttgart Open. Und Christian war in Berlin im Halbfinale, in Nagold auf Platz 5 und hier jetzt Mindesthalbfinale. Hat damit genügend Punkte, um definitiv der Erstplatzierte zu sein. Beziehungsweise zu bleiben, ist es bereit. Zu bleiben, genau. Also hat seine Platzierung bedingt. Und es sind allerdings noch 6 Tourstopps im Kommen. So ist es. Und zwar in Hangela als nächstes. Genau. Ende August. Ende August geht's nach St. Augustin. Dann direkt geht's nach Vullingen. Von dort nach Pinneberg. Und Eckersulm, oder? Nein. Pinneberg, die Reihenfolge, die wir vor uns liegen haben, ist jetzt nicht die richtige. Nach Pinneberg geht, dann nach Bad Kreuznach, dann nach Neckarsulm und in Fürstenfeldbruck treffen wir uns im Jahr 2015. Okay. Das kann also auch sein, dass dann in die Tour 2015 reinfällt. Die restlichen Stops sind auch noch 2014. Wer sich über die Rangliste informieren möchte, beziehungsweise sie vielleicht auch nicht kennt, schaut mal rein auf tat-magazine mit e am Ende.net. Die Seite unseres Billardmagazins Touch, die jeder, denke ich, kennt. Und da gibt es alle Informationen. So, bei der 2 in der Mitte, auch wieder die Frage, spielt er ihn, kann er ihn zart genug stellen, dass er die Weiße direkt noch in Position zur 3 hält oder einmal kurz ganz nach unten zur Kopfbahn wieder raus? Geschmackssache, denke mal. Oh. Also ich würde es aber nur mit reinspielen machen, aber er macht die festere Variante. Mhm. Ja. In der 7 vorbei, wird er die Weiße auf der Seite einfach halten und dann also ein Stück zurück. Und jetzt hat er einen kleinen Winkel halten oder wieder einmal in die Fußgänge wieder zurück oder an die linke lange Bande wieder raus. So ein kleiner Winkel übrig, wie es sein sollte, um noch entsprechend manövrieren zu können. Christian selbst nennt das wohl immer Mahn nach Zahl. Nennt er das so? Nennt er das so, ja.
Und jetzt hat er, muss er einen ganz scharfen Strich führen. Einen ganz scharfen Strich führen. Das Gute ist, Position ist halbautomatisch gegeben. Kann sich also ganz den Ball, Sauberkeit des Stoßes konzentrieren. Das tut auch. Und hat mal einen ultra sauren Stoß, möchte ich sagen. Ja. Absolut. Spielt hier mit einem recht neuen Kö, mit einem Arthur Kö unterwegs. Wie auch Nikolas Ottmann, das heißt korrekt, ein ja. Arthur Kö-Vertreter. Genau. Arthur Kö-Vertreter-Duell hier. So, 1-0-4 sagt es noch, sagt noch nichts aus. Interessant ist, ob dann beim nächsten Spiel, das Christian dann anstößt, was für sich entscheiden kann, also sozusagen seinen Aufschlag durchbringen kann. Genau, weil erst dann jetzt hier das Brick sozusagen, wenn man Tennis sagen würde, auch Sinn gemacht oder wurde dann belohnt quasi. Wenn man sagen würde hier, das ist ein Vorteil und das scheint ja vielleicht nicht in dem Maße wie Tennis zu sein, aber es scheint in einem Maße ein Vorteil zu sein, ja, da sind sich die Spieler und einig, dann kann ich auch beipflichten, aber im weit geringem Maße Vorteil wie im Tennis. Definitiv. Wenn man davon ausgehen würde, dann hätte man sozusagen, wenn jemand 2-0 führt, hat er schon einen leichten Vorteil hier. Obwohl wir uns da schon wieder im Phrasenbereich nähern, oder? Was soll es sonst sein als ein Vorteil, wenn man 2-0 führt? Okay, schauen wir mal sein Break an. Oh, die Weiße, die ist aber spritzig gewesen hier. Ich glaube nicht, dass das ein kontrollierter Vierbänder war. Aber das Ergebnis ist okay. Er hat einen langen Ball auf die 1, aber immerhin hat er den. Aber wenig Variationsmöglichkeiten mit der 2. Ja, die 2 geht... Geht nur mit viel linkem Effet direkt auf die 2 zulaufen lassen, beziehungsweise von mir aus da in die 2 rein. Gott sei Dank ist die Mitteltasche abgedeckt, das ist ein Vorteil in dem Fall. Wenn er zu viel Effekt gibt, landet er vielleicht bei der 3. Ja. Das, also müsste schon sehr schwierig, sehr anspruchsvoll, aber wollen wir mal schauen hier. Also spielt viel links Effekt, sieht man hier drin. Und bleibt an der 10 hängen, optimal. Ja. So, der geht aber nicht hoch, würde ich sagen. Na doch, hart. Zart geht's. Ja. Er hat aber nur 50% Tasche. Also zieht er lieber zurück in die Mitteltasche. Ne? Genau. Ja, malen nach Zahlen funktioniert. Wenn es einfach wäre. Das siehst du doch. Ja. In der Praxis, das ist das große Problem. Das Problem wahrscheinlich die vielen Millionen, die haben ja so tolle Einschaltquote bei Snooker im deutschen Fernsehen, ja. Das Phänomen kriegen die vielen Zuschauer, das sind ja auch viele Amateure dabei oder sagen mal Leute, die teilweise noch gar nicht da gespielt haben. Wenn sie dann irgendwann mal so einen Snookertisch leibhaft zu Gesicht kriegen und dann tatsächlich probieren, dann ist das meistens so ein böses Erwachen, ja. Das ist ja ultra schwer, ja. Ja, die Erfahrung habe ich schon öfter gemacht auf diversen Exhibits von Snooker, wo wirklich, was aber auch ist ja schön ist, es waren sehr viele Leute da, die in ihrem Leben einen Snookertisch gesehen haben. Und dann sehen die da erstmal die Dimensionen. Ja, sehen die Dimensionen, aber dann tatsächlich mal bei einem erkennen, Lokal so ein, erkennen auch da, wie schwer ist das so ein ist, zu sehen und dann tatsächlich sich mal die Kugeln zu nehmen, es zu probieren. Oder die Waldfee. Währenddessen zeigt Christian Hammering, wie man es macht. Wie man Pool, in dem Falle 10 Ball richtig spielt. Naja, muss ich nicht so wie im 14. oder 8 Ball über die Reihenfolge Gedanken machen. Ne? Hat ja schon mal einen Vorteil, sondern die gebende Aufgabe gilt es zu meistern. Und die heißt nun mal immer von, kommst du von A nach B bitte? Wenn du im 14.1 sagst, ich möchte lieber von F nach Z. Zwei Null für Christian Reimering. Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Vorteil? Nein, ich finde, das setzt so sehr unter Stress, dass man hier durchaus von einem Nachteil sprechen würde, ich sagen. Das ist dieser...
dieser Druck, jeder erwartet nun von ihm, dass er das Ding auch heim. Okay, unser Schiedsrichter wieder im unermüdlichen Einsatz. Für die Steiger unter uns. Kugelaufbau, 1 vorne, 10 in der Mitte, der Rest gilt als random. Hm? Und random heißt dann auch wirklich random. Wehe, es wird einer dabei ertappt, der ständig immer dieselbe Reihenfolge aufbaut, um vielleicht bestimmte Patterns, wie die Amerikaner sagen, ja, bestimmte Konstellationen, ja, immer wieder zu erzeugen, ja, denen, ja, denen er vertraut ist. Der könnte durchpassen. Könnte durchpassen. Könnte die 1 als Einstieg funktionieren. Aber da sind einige Fragen, die noch offen, ja, sind hier bei dem Part hier, wenn ich die 4 so betrachte. Ja, ja. Aber das, die Frage müsste relativ schnell geklärt werden. Okay. Was, schaut sich das genau an. Hier 1, also durchaus eine Option, aber ich frage zur 2. Mit Inneneffekt, Kontereffekt oder nein, denn oh, jetzt auch. Oh, hier sehen wir es mal jetzt. Ja, richtig. Genau. Durch ihn hindurch müssen wir schauen natürlich. Ja. Und dann sehen wir ganz klar, das dass er einen Licht, kleinen Bogen braucht, um überhaupt dran zu kommen. Deswegen ist er ja steil an, Bogen und hat gekriegt und. Ja. Damit hat er sich einen Leckerschmecker gelegt hier. Mhm. Mit einem schönen Übergreifer über die 9. Und die Weiße, interessant ist, dass die Weiße, wenn er sich jetzt schön über diesen Übergreifer, bei den Übergreifern immer schön darauf konzentrieren, wirklich die Mitte der Weißen, also gar nicht rum versuchen, die Fee irgendwas rumzumachen, ja. Schön die Mitte von der Weißen zu nehmen, dann einfach schön gerade rollen lassen, ja. Schwerer Ball. Und dann sehen wir, dass die Weiße in Richtung der 4 schon direkt läuft von sich aus. Und da wäre, hat er sozusagen einen Winkel gehabt, wo die Lösung des Problems schon drin gewesen wäre, wenn er nicht verschossen hätte. Auch wenn er jetzt getroffen hätte, dann wäre es in Richtung 4 gelaufen, hätte er vielleicht leicht so halbe Kugelbreite mehr auf der oder Seite getroffen. Naja, aber er hat jetzt letztendlich noch ein bisschen Glück gehabt mit dem Resultat. Mhm. Hat dem Christian eine Sicherheit erlassen. Okay, den müsste auch angehen, ne? Die 2. Und dann wird er sehr soft. Und die Weiße einfach in die Mitte von natürlich laufen lassen. Die kommt ja relativ gerade wieder raus. Relativ. Wenn nicht, kann er hier wirklich minimalen Effekt das entsprechend korrigieren. Oder er, ja, 2 Banden ist fast durch die 9 aufgeschlossen, also laufen lassen, ja. Und da war eine kleine Ungenauigkeit drin. Und doch wieder 5, die für Christian Ranoing den Spielverderber macht. Ja, da läuft doch nicht so viel zusammen beim Nico. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Christian das jetzt ausnutzt. Das sind eigentlich so typische Situationen, wo jetzt ein Jump keinen großen Sinn macht, oder? Nein, weil die Entfernung ist so groß, das heißt, du brauchst die Kraft. Ja. Und das heißt, Weiße tut nach dem Auf, wenn sie wieder runterkommt, sozusagen immer weiter dopsen und sie dann halt bei einer ungünstigen 2 trifft. Mhm. Und es gibt nur wenige Momente, wo sie wirklich günstig trifft, also perfekt, sodass Weiße nicht fliegen wird. Ja. Dann hebt sie halt ab, geht vom Tisch oder so. Gut, Alternativen. Naja, einen kleinen Bogen, das sind so Stand. Also ich übe zum Beispiel so Bogenstöße um eine Kugel herum. Ne? Das ist also jetzt nicht Kopfstoß, sondern nur Bogen. Ne? Und das kann man üben um eine Kugel herum und dann merkt man, okay, ich kann so einen Diamant rechts, links zielen, und kriege noch den Bogen hin zur Kugel. So. Und wenn du das geübt hast und dann hast du so eine ähnliche Situation wie jetzt hier, dann weißt du,
Ich kann meinen Standardbogen wenden oder einen Nummer extremer oder ein bisschen weniger extrem, ja. Sodass du also erstmal einen Referenzbogen gebaut hast. Mhm. Den baue ich auf halbe Tischlänge und auf eine ganze Tischlänge. Wunderschön gemacht, übrigens, auch wenn er nicht den Buchschuss gewählt hat. Nee. Das war jetzt trotzdem wichtige Informationen, technisch auch und wie du dich persönlich darauf vorbereitest, auf wie du so Position angehst. Einen Referenzbogenstoß nehmen für um eine Kugel herum, auf halbe und auf ganze Tischlänge, den einüben, dann hast du dem Gefühl, und wenn du dann ähnliche Situationen im Spiel hast, dann kannst du darauf zurückgreifen, indem du ein Gefühl dafür hast, den jetzt noch ein bisschen extremer wie normal oder ein bisschen weniger extrem wie normal zu spielen. Oder du übst Vorbilder, so wie Christian. Das macht man unter anderem auch, ne? Aber nicht verraten, Hendrik. Ja. Aber es hat ihn jetzt nicht viel weiter geführt, weil es hat ihn jetzt zu dieser Stellung geführt. Der Vorbander war übrigens sehr riskant, auch wenn er ihn super gemacht hat. Die Kugel lag so tief in der Tasche drin, wenn du sie Vorband da auch triffst, gibt es ein paar Positionen, wo du sie triffst, weißt du gleich mit hinterher. Ja. Okay, hätte ihm im Bogen auch sichern können. Klar, ja. Risiken gibt es bei solchen Dösen dann natürlich immer. So, der Banker hier auf das versperrt durch die 8. Fällt also aus. Der Banker-Kombi würde ich nicht unbedingt ansetzen. Nein, das ist Alban. Er ist Alban. Also würde er ihn safe spielen und die 4 in die Mitte versuchen, was. Also vielleicht hat er beides versucht, hat vielleicht die 4 angesagt, im Fall, dass sie geht oder so. Ja, ja. Also das möchte ich brauchen. Das Thema brauchen wir jetzt nicht ausarbeiten. Es fehlt das eine noch, das andere nicht gelungen. Hm. Jetzt die große Frage, verdeckt oder nicht? Teil verdeckt, kriegst du noch gut dran. So, jetzt die Frage, wenn er... kann manchmal täuschen hier. Wie viel sieht er von der 4? Die Hälfte? Die halbe 4? Kann reichen, um einen leichten Safe zu machen. Also die 4 rechts von der 9 parken, die weiße links von der 9. Oder eben dünner und die weiße rüber auf die andere Seite wieder schicken. Nee, halb. Hm? Alter, zu fest gespielt. Ja. Viel mehr soft. Ja. Das erste richtige Chance vom Nico, oder? Mhm. So eine richtige gute Chance. Die kann er auch natürlich im Wege laufen lassen. In die Richtung 8 rollen. Ich glaube, ja, vielleicht kommt sie auch noch hinter dir. Natürlich schlecht, also muss er entsprechend langsam spielen, dass er gar nicht zu nah kommt. Oh. Hat er irgendwie am Hamburger was falsch hin oder so? Zu lange gesessen vielleicht auch. Haben jetzt schon eine lange Pause gehabt. Der eine verarbeitet so, der andere so. Ja. Auf jeden Fall ist er noch nicht da. Das ist kostspielig. Das kostet ihn jetzt mal direkt statt 2-1. Wird das wahrscheinlich eine 0 hier. Nicht mehr das. Also wenn Gegner Christian Reimering heißt, kann man davon ausgehen. Kannst du davon ausgehen, absolut. Und auch bei dem Layout. Das würden noch mehr Leute auf diesem Planeten aussehen. Hinten in unserem anderen Halb finde ich Marco Dorenburg am Tisch. Ja, 8 weiße runterlaufen lassen und wieder raus. Ja. Nette Sonntagnachmittagbeschäftigung. Ja, wird's noch lang, aber leicht gemeistert. Schiedsrichter stellt sich natürlich immer da schauen, dass er einerseits selber alles sieht und kontrollieren kann, was da passiert. Auf der anderen Seite darf er nicht sehr im Blickwinkel oder in Stoßrichtung Spieler stehen, um ihn zu stören oder so. So, 3-0 für Christian Reimering und damit auf halbem Wege ins Finale. Metzkews, einer der Sponsoren der Stuttgart Open. Genauso wie atombillard.de. Ihr Profi rund ums Billard. Ah, der Billardshop mit der gewissen Ausstrahlung sozusagen. Strahlung. Und die Q-Pods. Da gibt es 15% Rabatt bis zum 31.08. Coaching wird ja auch angeboten. Q-Sports, wo ist das? In Regensburg. Aha. Und billardpro.de aus Berlin, 10% bis 15.09. Und die angesprochenen
Poolbillard Masters German Tour 2014 vom Touch Magazin. Touch Magazin, auch immer schön fleißig abonnieren, meine Damen und Herren. Denkt dran, was in eurer Satzung steht im Verein. Ja, Förderung des Billardsports, ja, von daher eine gewisse Verpflichtung. Ja, ja, das wäre schon nett. Ja. Tut keinem weh, glaube ich. Und 5 Euro für so ein Magazin ist auch nicht zu viel. 128 Seiten, geballte Billardpower. Okay, 94 kostet allein schon die Kolumne am Ende von mir. Die reißt eh das zusammen, die müssen wir teuer bezahlen. Ne? So, soll ich es nochmal irgendwann wiederholen mit den Kugelrichtungen, welche wo die Kugel alle hingehen? Vielleicht im Finale. Schauen wir uns mal die 6 und die 3 an. 3 Feld. Wie es sich gehört. Und die 1 in Position, wie es sich gehört. Die Weise schiebt auch in Position noch. Das ist perfekt. Nico guckt schon gar nicht mehr zu. Nico ist auf Toilette. Spiel du mal ohne mich weiter. Ja, spiel du mal ohne mich, ihr braucht mich nicht. Vielleicht steht er hinter uns und will den Kommentar noch dazu hören oder so. Nein, da kommt er gerade wieder. Das ist ein bisschen grenzwertig ausgerechnet reinzukommen, ne? Wenn der Spieler in die Richtung stößt, solange er trifft, ist halt okay, aber ja. Wenn er dann verliert, dann schickt er auf jeden Fall einen bösen Blick rüber. Das ist richtig, also. Ich habe das gerade gedacht, mir aber dann gedacht, naja gut, der Christian und der Nico, die können sich so vertragen eigentlich. Wird der Christian und Nico keine böse Absicht unterstellen? Nein, es ist ja auch manchmal so, dass du die Wahl hast, wenn du da hingehst, ne? Du siehst, du gehst hin und dann siehst du erst, dass er in eine Richtung stößt außerdem. Und dann musst du überlegen, soll ich innehalten, steht denn das Innehalten vielleicht mehr? Genau. Weil er hatte ich ja schon gesehen. Oder soll ich die Bewegung, die ich nicht mehr bremsen kann, jetzt noch durchführen? Ja. Aber letzten Endes sollte eigentlich in von einem Format von Christian Reimering nicht stören. Eigentlich auch ganz andere Formate auch nicht. Aber es kommt öfter mal als Ausrede. Wundert also nicht, wenn ihr ab und zu mal, wenn plötzlich mal so ein Billardö hinter ins Kreuz kriegt, ja, dann seid ihr wieder irgendjemanden in den Stoß gelaufen. So, was ist los? Kleine Pause oder was? Nee, Christian hat nochmal genauer geguckt. Ob er die 7 in die rechte oder linke Fußtasche bringt. Er hatte nochmal ein Problem. Ich denke mal, es geht um die Position auf die 8. Dass er da schon guckt, wie muss ich hinkommen. Ja, sehr wichtiger Aspekt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Plan auf einem Tisch habt und ihr seht die 7 und das Positionsfeld ist ja so dreieckähnlich und geht dreieckförmig auseinander, ja, nach hinten. Mhm. Also je weiter, umso größer, aber natürlich je umso schwieriger dann auch wieder. So, wenn das jetzt hier in das Trapez reinläuft, ja, dann sollte man das Trapez gerade Linie von der 7 zur Tasche und dann die gerade Linie verlängern und das Trapez in zwei Teile teilen, ja. Welchen Winkel A oder B hätte ich gerne? Um dann letztlich hier auch den Anspruch von Zeit zu erhöhen. Und am Anfang ist man froh, dass man überhaupt positioniert, später den Anspruch eben ein bisschen steigern und immer, dass also immer der Winkel ist, den man sich auch gern wünschen würde, um weiterzumachen. Das Spiel immer weiter, immer leichter für sich persönlich zu gestalten und damit auch immer leichter aussehen lässt. Bis es in solcher Perfektion rüberkommt, wie wir hier. Das muss mir aber alles nochmal aufmalen. Ja, als wäre es nichts, macht der Christian Reimann das 4:0. Schakellos. Ja, absolut. Auch ohne Wackler. Hat es innegehalten vorhin bei der 6. Aber ansonsten dann schnörkellos weggespielt. Ja. Hat auch unheimlich an Gelassenheit gewonnen, Christian. Wenn ihr daran zurückdenkt, so 15 Jahre zurück oder so, da. Oder schon, da hat man gesehen, viele Biss da drin steckt, wie bei vielen jungen Spielern, ja, wo sie sich dann meist selber im Wege stehen. Das ist jetzt ganz von ihm gewichen, ja. Da ist er also wirklich weitaus gelassener unterwegs und ihm ficht so schnell nichts an, egal was da so passiert. Das ist spürbar, ja.
So, und Nicolas Ottermann betreibt jetzt so eine Art Überlebenstraining, ja, Ball für Ball, Spiel für Spiel. Also er braucht jetzt definitiv ein Spiel gewinnen, ja. Muss er versuchen, im Spiel zu, im Match zu bleiben, ja. Okay, beide Kugeln, glaube ich, bekommen hinter der beide gefallen, ja. Ja, sehr schön. Und jetzt läuft aber noch Dach dazwischen und die 6. Dann noch anspielen, aber nicht wirklich fortsetzen. Das heißt, safe. Hm. Ja. Welche Möglichkeiten bieten sich da? Also ich sehe nur ziemlich schwierig und exotische. Die 6 irgendwie zwischen beiden zu halten, vom Timing her extrem schwierig sein. Naja, sich halt entscheiden, er sieht sie voll genug, dass er sie irgendwie direkt rüberschicken kann. Ja, genau. Ja. Das wäre jetzt das Thema. Wie viel sieht er von 1? Was kann er dann damit machen? Mal Deckenkamera, ob man das dann sieht. Da haben wir es, danke. Ja. Ist vielleicht die Möglichkeit, ja, mit dem Nachläufer dann die Weise hinter die 6. Nein, ich meine jetzt, wenn vielleicht. Er so dick genug sieht, und es ist ja nicht so ganz klar, auch mit rechtem Befehl könnte er das eventuell ausgleichen, was ihm fehlt, dass er die 1 direkt hinter die 6 schickt und Weiße eben auf der anderen Seite hält. Direkt da hinter die 6, so, die Weiße halt hier halten. Ja, ne? Genau, das meinte ich auch, genau. Okay. Ja. Aber das kann schwer zu beurteilen. Vor allen Dingen, da muss man nah dran sein, um das wirklich im Detail ansetzen zu können. Der Nico ist sich auch noch nicht ganz schlüssig, setzt sie an. Dann kann man ja nur messen, wenn er jetzt schon direkt davor steht, sich die Sachen so genau anguckt, dann wissen wir auch, wie schwer das zu entscheiden ist. Aber er hat hier den Kombinationen versucht. Ja. Mit Sicherheitsoffen oder? Nee, hat er mit Sicherheit angesagt und die Kombination ja, ist aus Versehen gegangen oder so. Also wenn jetzt die 6 gefallen wäre, hätte er jetzt ein Problem, ja. Also von daher kann er froh sein, dass die 6 nicht fallen ist und so liegen geblieben ist. Applaus auf jeden Fall bekommen. Ein gutes Set. Ja. Super. Wir können jetzt die Frage, 2 Banden oder eine Bande gehen auf den Ball. Und 2 Banden wären dann kurz und lang. Ja. Die Abwägung kommt von daher, wo habe ich bessere Chancen um Resave, mit welchem Tempo. Aber weder die eine noch die andere würde hier bietet einen wirklichen Vorteil an. Eher auch noch die Einband-Variante, oder? Ja, sie bietet auch eine Scratch-Möglichkeit auch an. Auch, ja. Ja. Ja, doch. Sollte er nicht unzufrieden sein. Absolut, ja. Nicht. Richtig gut ist das. Auch wenn der Nicolas jetzt wahrscheinlich die Weiße schön hinter der 5 parken wird. Ja, schon, aber nichtsdestotrotz. Christian Stoß war auch in Ordnung, natürlich. Ja. Muss ja auch immer sehen, was man maximal überhaupt rausholen, und das ist schon. Ja, er wird das anders machen. Der will die 1 hinter der 5 parken oder was? Beziehungsweise halt oder diesen Kugelpulk in der Mitte zwischen den Kugeln halt. Diesen Klassiker, wo du gesagt hast. Ne? Genau, ja, ein Klassiker weiß rechts, Objektkugel links oder andersrum. Naja, ich nenne sowas Alt-Fiber-Safe. Ja, genau. Klassiker. Hobby-Safe. Finale von Burke, 3-2 für Marco Lorenburg. Mhm. Sieh an, der Siegzug geht weiter. Zumindest auf gutem Wege. Und er ist am Tisch, wie wir im Hintergrund sehen. Ja, die Vorbande direkt, ist die Frage, ne? So die Vorbande treffen, dass die Weiße halt, da schaut er, ne? Dass die Weiße möglichst noch zurück hinter die E9 läuft, weißt du? Ja. Und die 1 dann runter. Ja. Das tut er ab, ob das machbar ist, oder mit welcher Fee und welcher Kraft. Ja, genau. Oder, ne? Dann muss er ein paar Mal hin und her laufen, der braucht Perspektiven, ne? Damit die Einschätzungen besser werden zu lassen. Ja. Er hat jetzt mit dem Kö, hat es gesehen, die 1 oben rechts von Christian angesagt.
Ist natürlich sicherheitshalber jetzt quasi die Ansage. Und hier rollt 1 wieder zurück in Schatten, wie er es vorgehabt hat. Leider die 1 dort hängen geblieben. Sonst wäre es noch besser gewesen, ja. Ein bisschen voller hätte es auch treffen können, wäre die Weiße nicht so weit gelaufen. Ja, ja. Hinten Pool for Motion, Christian Ramming, auch hier so textile Produktion von Billardtextilien halt. Von Billardtextilien, ja. Wer da Näheres erfahren will, kann auch mal rein. Und bei YouTube gibt es ein Interview mit Christian Reimering, das wir vom Touch Magazin geführt haben. Ihr habt einfach ja schon mal alle interviewt. Ja. Genau, einfach mal nachschauen und anschauen. Wir hatten schon viele vor dem Mikro, so ist nicht. Und hier ein kleiner Ausschnitt von seinem neuen Turkö. Reicht entsprechendes Design. Ja, jetzt kommt der gewöhnliche Teil mit den Ringen im Griff. So. Schick, schick. Ja, schickes Kokolo-Holz. Sieht fast alt aus. Und, okay. War da was angesagt? Vermutlich, ja. Aha. Vermutlich die 5, ja. Wirklich? Die lag jetzt so vor der Tasche auch wieder nicht. War wahrscheinlich auch nur so eine Ansage für Fan, wenn denn so fällt. So Chateau Nassim, ja. Einfach sozusagen Blocker so. Genau, ja. Aha. Und er hat sogar mal versenkt. Jetzt ist die Frage, ob die zweite vorbeigeht. Ich glaube nicht, aber er kann die Weiße hinter der Neuwagen. Ja. Das war Preis. Hier ein bisschen vorne, also seine Vorbereitäten hat er schon gezeigt. Sonst zum Foul das Ding nicht führen, würde ich sagen. Nein. Das glaube ich auch nicht. Das Safe vom Christian dann auch so gelingt, dass dann nur nicht ausschießen kann. Naja, wenn du hier nicht den Einzelauswahlpunkt nimmst an der Wande, sondern ein bisschen weiter rechts ansetzt und dafür ein bisschen mehr Linkseffekt gibst, sodass du in einen größeren Winkel gegen die 2 kommst, hast du die Chance, dass du diesen Klassiker wieder hinkriegst, die 2 an die kurze Bande und dann wieder raus auf die andere Seite. Ja. Und die Weiße wiederum, jetzt sehen wir es natürlich nicht. Aber wir sehen, dass es 3 steht. Wir sehen die Grillkarte auf jeden Fall. Die Grillkarte. Marco Dorenburg. So, wie ich bereits sagte. Könnte mit einem steileren Winkel, wo er reinkommt, die 2 rechts von der 10 und der 9 und der 7 da schicken und die Weiß auf der da auf der Seite jetzt halten. Also man versucht das, man kann auch blind draufstehen, irgendwas kann auch schlimmer schlecht liegen bleiben, ja. Aber man versucht sich trotzdem einen theoretischen Weg vorzustellen bewusst. Denn nur darin liegt ja dann der langfristige Fortschritt und auf der Erfahrung, was dabei rauskommt, ja. Die Einschätzung wird mit der Zeit eben immer besser, immer besser, immer besser. Deswegen sollte man sich die Mühe schon machen, auch wenn es nicht so am Anfang klappt, wie man es sich vorstellt. Aber man muss unheimlich weiter daran arbeiten, weiter sich das vorstellen. Wie soll es laufen? Kann es laufen? Ja, wie hätte ich es gern, damit eben mit der Zeit immer besser wird. Guter Aspekt. Okay. Er hat es nicht ganz so, die Richtung hat zwar gestimmt, aber er hat es ein anderes Tempo gewählt. Er wollte offensichtlich eher Fußhälfte, Kopfhälfte als Distanz dazwischen bringen. Deswegen hat er dieses Speed gewählt. Ja, also ein anderes Bild. Ganz perfekt, ein anderes Bild gewählt. Ja. Aber welches Bild auch immer es auswirkt, versucht ein Bild zu finden, das eine theoretische Chance hat, das er versucht umzusetzen. Ja. Und die Freude über die konkrete Umsetzung, wenn es mal klappt, so ein komplettes Bild umzusetzen, die ist auch weitaus höher, wie wenn ihr wie die Freude, wo ihr nur draufballert und es bleibt gut liegen, ja, obwohl es nicht nach Plan war. Merkel, Spaß, erster und zweiter Klasse. Dieser Verweis auf das wunderbare Buch von Ralf Eckert darf nicht fehlen. Schaut es euch an, die letzte Freiheit zu bekommen über Ralf Eckert. Schreibt ihn an, kauft das Buch, lest es, lernt was das Leben. Ach, jetzt hast du dir einen Freitrank verdient gerade. Hast du definitiv. Oh.
kam aber aus Überzeugung, was ich da gesagt habe. Danke, danke. Eine Safe-Schlacht mit vier verbleibenden Kugeln ist hochklassig, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, der probiert die dünnen auf andere Seite zu spielen. Jawohl! Super! Wollte schon sagen, eine Safe-Schlacht bei vier verbleibenden Kugeln ist, sieht man selten. Ja, sieht man selten, ja. Ist immer noch ein kleiner Kampf für Nico, die Partie, die er so dringend benötigt. Muss auch jetzt wieder einen Rückzieher machen. Ich mag das, diese Kreide. Manche, diese verschiedenen Superstoß, ja. Aber diese verschiedenen Arten, Leute, ihr Kreiden und ihre Kreide benutzen. Die einen kreiden und spielen sie nur bis zu einem bestimmten Punkt, also hauen richtig runter. Und andere spielen, tun ihr Kreide runterziehen bis zum letzten Witzel. Das war die letzte Variante, Nico. Es ist schon in Fetzen, die gerade, aber sie tut's auch. So, der Anschlusstreffer ist gelungen. Das ist schon mal der erste Schritt, um hier weiter drin zu bleiben, seine Chancen zu wahren. Hier. Ja. Der Teilchen da rechts. Dann vielleicht auch mitzunehmen. In seine Galerie einzufügen. Ja. Und ich schätze, es ist eine nette Galerie, die er inzwischen zu Hause hat. Durchaus sind ein paar dabei, ja. Und hier ist er, der Pokal der Stuttgart Open 2014. Schickes Teil. So ein altgriechischer Empore ein bisschen. Ja, kann man mal mitnehmen, ja. Kann man mal so mit Single Malt auffüllen. Oh. Ja, und schon Danger. Wir haben ein paar Gäste einladen. Oh, wie unattraktiv von der 5. Ja. Sah lange Zeit nach perfekt aus und dann kamen die 5. Push kommt oder was versuchen? Kommt dem Nico ja jetzt nicht ungelegen, sonst wären wir ja schon auf einem guten Weg im 5-1 gewesen. So wird der Nico ganz sicher gleich wieder am Tisch sein, nur mal schauen, mit was für einer Position. Der wird ihm Push anbieten müssen, aber was kann er ihm da anbieten? Da brauche ich den Fullscreen, um das mal zu sehen, was er ihm anbieten kann. Könnte zum Beispiel die Weiße hier einfach nach rechts schicken mehr. Ne? Also dann unten, dann das zum Sportcafé EU noch. Richtung Sportcafé EU die Weiße schicken und sagen, hier, das ist mein Push. Aber wenn er so oben mehr in die Keyboard-Ecke spielt, ja, dann den langen Ball, der muss er damit rechnen, dass er Nico den macht. Ja. Und wenn er ihn in die Gambler-Sports-Ecke schickt, die Weiße, dann kann er damit, rechnen. Oh, jetzt ist die Billard-Beckmann-Ecke, ja. Mist. So kann ich nicht arbeiten. Und rechts unten heißt jetzt Happy Snack. So kann ich nicht arbeiten. Und hier der Artikel von Nicolas Hermann. Auch ein wunderbares Teil. Schick, schick. Und wenn er sie Richtung 9 schickt, dann wird er wahrscheinlich die Position selber spielen dürfen, ne? Also meine Prognose, es gibt er ihm zurück. Na, schauen wir mal. Eigentlich, wenn man 4-1 zurückliegt und gibt da was zurück. Stimmt, das ist natürlich ein Effekt, da hast du recht, da bleiben, wenn man so weit hinten ist, mal lieber am Tisch bleiben und die Sachen selber bestimmen. Die Kontrolle bewahren, ja. Aber er macht es trotzdem. Gegen meinen Rat? Tja. Also, was der Rat wäre da. Man kann so ein Cross-Safe-Spiel, sucht die 1 hier anzusagen, aber er will eigentlich die Weiße nach rechts bringen, hinter die 7 oder so, aber die Gefahr eines Doubles ist es gegeben. Da ist er. Sagt gerade. Die kann man übrigens. Manchmal hast du schon gute Einfälle und noch hast Ahnung, ja. Das Kompetenzteam, ja.
Man kann solche Double Kisses oder die Gefahr davon im Voraus durchaus erkennen. Ja, durchaus, ja. Christian hat es auch gesehen, aber er hat es nicht ganz vermeiden können. Ne? Ja, es gibt natürlich mit viel Schnick und Schnack, ne? FW, rechts, links und so, kann man das versuchen zu vermeiden, auch wenn augenscheinlich er natürlich auch gesehen hat, dass da die Gefahr gegeben ist. Nämlich immer dann, wenn, nehmen wir an, wir haben die weiße ist die 2 und die zu treffen, die Kugel, die du cross schicken willst, wäre die 5, ja. Kannst du jetzt schon sagen, da ist auf jeden Fall ein Double Kiss drin, ja. Weil die 2 nicht an der 5 vorbeigeht. Also die Weiße. Okay. Würde die Weiße vorbeigehen, weil rechts oder links, ja, ist, dann kann davon ausgehen, würde kein Double Kiss entstehen. Okay. Ja. Das ist so eine Daumenregel. Ja, was gelernt. Aber stand schon 1992 im Progressivpool drin. Ja, bleibt, das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich bin mal im modernen Pool stehen geblieben. In dem Kapitel alte. Ich bin übergegangen zu aktiven Pool, nicht zu aggressiven Pool. Verstehe. So, der Nico hat aber jetzt interessanterweise, er hat ja jetzt die Möglichkeit gehabt, doch die Position zu übernehmen, oder? Christian hat ja diesen Double Kiss gemacht, der 1, die er unten rechts versenkt hat. Ja. Und hätte doch daraufhin, Nico war ja jetzt am Schon, hätte doch die Situation übernehmen können, oder? Naja, er hat die Option gehabt, den zurückzugeben. Genau, Nico hat wieder zurückgegeben. Mhm. Also sag, mach du mal, spiel mal deinen eigenen. Zur 10, ich mach dann die 10 rein. Naja, du siehst ja hier, wenn er jetzt die 2 versucht, an der 9 vorbeizuzuhören, was an sich schon schwierig genug ist, ja, ist eine Scratch-Gefahr vielleicht in der Mitte, vielleicht ist die gegeben, auch wenn sie jetzt nicht so schlimm aussieht aus unserer Perspektive. Und wenn er sie dünn in der Mitte versucht, ja, fährt er natürlich die Kolle über die Weiße. Und egal, was er versucht, ist immer, ja, alles sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Hier, man einen neuen versucht, war ein schwerer Ball. Ja, ja, aber das ist dann das, was ich meine, wenn jetzt Christian die 2 versenkt hätte. Hätte, ja. Es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich bei der Qualität von einem Reimerring. Und dann stehst du dann da als Nico Untermann und legst 5-1 hinten. Korrekt, ja. Anstatt selbst das Heft in die Hand zu nehmen und es zu versuchen. Ja, da hat er halt ein bisschen gegambelt. Da hat er wirklich es ist nicht gezockt. Nur Sport, es ist auch Spiel. Ja, es ist auch Spiel. Sport. Man muss auch mal ein bisschen gambeln hier bei dem einen oder anderen Stoß. Was ist ein Risiko, ja? Ja. Und hinterher erstmal sowieso der Schlauer. So, wie sieht das denn aus hier? Kommt nur auf den Ball. Ja, einmal eine rechts und erstmal eine rechts und eine Linkkurve, bitte, ja? Oh, oh. Oh, das ist aber böse ausgegangen hier. Das ist. Oder ist es nicht Pech? Was würdest du sagen? Ist das jetzt? Ist genauso wie wenn ein paar, zwei, drei, vier Zentimeter weiter rollt und es liegt dann gut, ist das klar. Glück oder Pech? Was machen diese auf einer Strecke von 3 Metern, die Weiße da läuft? Was machen 3 Zentimeter aus? Das können oder Pech oder Glück? Steht da so die 2 recht fest, aggressiv angegangen ist. Mehr so Chuck und damit in Kauf kommen, dass die Weiße hin und her pendelt. Ja, Weißt du, ob so nötig war, dieser feste Schuss? 2. 3 waren. Ja. Vier, fünf. Kiss. Jetzt braucht er noch eine. Ein Foul. Weil wir nachlesen können, in der ultimativen Regel, der Carambolage bitte eine Bande berühren. Oder versinken. Im Gegensatz zum Snooker. Genau. Und im Carambol brauchen wir das auch nicht. Oh, ui. Das war... Das ist überraschend. Ein Fehler de fatal. Ja, noch nicht ganz so fatal. Ja. Ein bisschen Glück stimmt. Gehabt. War eigentlich fast ein, ein bisschen Glück gehabt. Also momentan gehen sie mit Glück und Pech hin und her, schenken sich nichts. Ich habe mehr Glück gehabt. Nein, du hast Pech gehabt. Und der Marco Dorenburg steht im Finale. Und damit sehen wir ihn auf dem TV-Tisch. Marco Dorenburg. Kriegen wir nachher also auf jeden Fall beim TV zu sehen. Ja. Und ja. Holt sich genau einen Siegerkuss ab. War im
lange Zeit hier bei im Baden-Württemberg Jugendkader noch. Aus der Zeit nicht hin noch. Hm. Also Schling von dir? Hm. Sozusagen? Ja, schon ein paar Jahre her, aber. Oh, da macht er nur einen Foul, das ist natürlich, geht gar nicht. Ja, ja. Das ist Treffen mindestens, ja. Und wenn es gut läuft, versenken. Ja. Kann man im. Naja, da kann er Pech gehabt hat, weil das. Nee, das hat er ja. Der ist kein guter Satz vom Nico, was er da spielt. Nochmal eine Extension. Was für dich, Ralf? Das steht dann mit Sicherheit in seinem Werbevertrag, ja, dass er hier auf jeden Fall einmal pro Match, ja, die Extension benutzt. Ja, sich in der Lage so hinlegen muss, dass er zwingend braucht. Auf jeden Fall. So, nochmal ein Rückzieher, genau auf dieselbe Position oder Nachläufer. Wobei ein Spieler, der so groß, der Christian, der sollte doch eigentlich eher selten so Extension brauchen, oder? Die war auch relativ kurz, die Extension. Also die ist seiner Körpergröße schon quasi angepasst. Und eins. Christian entschuldigt sich noch ein bisschen, wahrscheinlich für die 6, die er verschossen hat, wo er den Nico ins Safe gelegt hat. So, Sponsorliste vielleicht hier, atombilder.de, großer Dank an Stuttgart, der Stadt, gamblersports.de, Comichalk, Billardpro.de, Mescue, Support, Isam, Ortmann, Billards.de. Ortmann hat kurzfristig abgesagt, aber Ortmann, weißt du warum? Nein. Nee, gab's? Oder war nee, das nie verwechselt? Nee. Nils Fein hatte, glaube ich, aus gesundheitlichen Gründen. Bin ich jetzt nicht abgesagt. Auf der Höhe. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich habe jetzt auch nicht nach Details gefragt. Aber normalerweise Oliver immer hier. Letzten Jahren immer durch bei der Stuttgart Open gewesen. Und auch mal gewonnen, glaube ich, gell? Ja. Puh. Du meinst, das ist eine gewagte Aussage, die ich hier wieder von mir gebe? Nicht, ja? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich kann mich an Klaus Zobregis erinnern, an Sebastian Stab, an Christian Reimering, Jakob Belka. Ja. Das ist ja immer schlechter mit meiner Aussage. Die Chancen werden von Name zu Name geringer, ja, aber ich würde es wirklich nicht bezeugen. Na gut, ich ziehe zurück hier. Du ziehst zurück, das gibt's nicht klar. Und Nils Fein, war der überhaupt jemals hier? Nein, nicht, glaube ich. Aha. Oh, der war ein bisschen fast zu zart. Dünn, ja. Ja, wenn er so dünn spielen muss, kann er dich nicht einfach so die Weiße abstoppen. Also sie läuft weiter und weiter und er muss jetzt abchecken, trifft er die neuen noch oder nicht, und wenn, dann wie dünn, versucht er vorher zu sagen oder sich vorzustellen, wie ist der Verlauf der Weißen, kann in der Position rechnen oder bleibt mir die Weiße irgendwo hängen unterwegs zu 4. Hm. Wenn jetzt das nichts da liegen würde, außer der 3, dann würde die Weiße den klassischen 3-Bannen-Weg nehmen zu 4. Ja. Kommt sie durch oder nicht? Sieht nach aus, als wenn er an der 9 hängen bleiben würde, deswegen geht er auf den einen. Er war ihm ohnehin schon zu dünn wohl. Ja. Super Banker von Nicolas Ottmann. Dafür muss er umso fester spielen, damit die Weiße auch noch die 3 Banden kriegt, um die Position auf die 4 zu bekommen.
die auch hier noch relativ lang ausgehalten ist. Ein leichter Ball. Aber trotzdem, von sich selber erwartet er den 10 mal von 10. Eigentlich schon, ja. Ja. Da passt einiges nicht im Moment. Und ich denke, dass dieser Moment auch gleich vorbei sein wird, weil der Christian sich das nicht mehr nehmen lassen wird. Noch 4 Kugeln von seiner neuerlichen Finalteilnahme entfernt. Wie oft hat er schon gewonnen, das Turnier? Das weiß ich nicht. Aber er sagte Wohnzimmer. 2 oder 3 Mal hat er schon gewonnen. Bisschen kurz. Bisschen. Bei denen zieht er sich ganz souverän. Da siehst du jetzt auch mal so einen dünnen Ball, wie sauber man den spielen kann, ohne dass man so ein fester. Sagst du jetzt schon voraus? Ja. Ja. Mhm. Sauber kontrolliert, nicht zu fest. Ja. Optimal. Der Nico wirft das Handtuch. Okay. Wir haben 2 Finalisten. Ja. Wir sehen später Christian Memmering gegen Marco Dorenburg. Wir sind gespannt. Interessant. Genau, das schauen wir uns an. Bis nachher. Wir hören uns später.